Okay, willkommen zur Zusammenfassung von Kafkas unvollendetem Roman Der Verschollene. Stell ich erst unsere Hauptcharaktere vor, nämlich einmal der 17-jährige Karl Rossmann, dann seine Affäre, das Hausmädchen, dann Karls reicher Onkel, der in Amerika lebt, dann zwei Landstreicher, ein Ire und ein Franzose, dann der noch reichere Geschäftspartner von Karls Onkel, die Hotelbesitzerin, die Karl später einen Job gibt, und zu guter Letzt die Opernsängerin. In der Story hat Karl eine Affäre mit dem Dienstmädchen. Das gefällt Karls Eltern gar nicht. Mein Sohn, wie konntest du dich nur auf so ein Niveau runterlassen? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Karl ist jetzt auf dem Weg nach Amerika zu seinem reichen Onkel nach New York. Am Anfang versteht sich Karl eigentlich ziemlich gut mit seinem Onkel. Ja, natürlich nehme ich dich auf bei mir zu Hause, Karl. Dann beschließt er sich jedoch, sich mit dem noch reicheren Geschäftspartner von seinem Onkel zu befreunden. Und das gefällt dem Onkel dann gar nicht. Aber sowas, das mag ich gar nicht. Und er kickt Karl raus. Karl landet auf der Straße. Hier lernt er jetzt die beiden Landstreicher kennen. Den Iren und den Franzosen. Falls ihr euch jetzt dachtet, der Ire ist der mit den roten Haaren. Plot Twist, das ist er nicht. Er freundet sich mit den beiden an und sie suchen nach Essen. Boah, haben wir nach etwas Essbarem landet Karl in einem Hotel und lernt da die Besitzerin kennen. Und sie ist so, oh mein Gott, wo kommst du her? Und er ist so, ja, ich komme aus Prag, also Europa, und ich kann auch Deutsch. Und dann ist sie so, oh mein Gott, ich komme aus Wien, ich kann auch Deutsch. Ich gebe dir jetzt einen Job als Liftboy. Und da freut sich Karl natürlich. So, freu dich darüber, dass er ein Fressen gefunden hat, geht Karl jetzt zurück zu seinen zwei Landstreicherkumpels. Und als er aber ankommt bei ihnen, da wäre jetzt eigentlich noch ein Koffer dabei, sieht er, dass sie seinen Koffer aufgemacht haben und so nach Essen gesucht haben. Und Karl ist so, oh mein Gott, Leute, was habt ihr gemacht? Warum habt ihr meinen Koffer aufgemacht? Dann dreht er komplett durch, weil das Bild von seinen Eltern fehlt und so. Wir sind jetzt keine Freunde mehr. Genau. Und sie sind weg. Und Karl lässt sie alleine und geht weg. Ja. Kommt plötzlich der Franzose vorbei, komplett besoffen. Und kotzt erstmal in den Liftschacht. Und Karl ist so, oh mein Gott, du bist hier geht's richtig scheiße. Ich muss dich jetzt erstmal in meinen Schlafsack hier ins Hotel bringen. Und bringt ihn halt dahin. Und dann, als er zurückkommt, ist dann die Hotelbesitzerin da. Und ist so, oh mein Gott, Karl, was hast du gemacht? Du hast deinen Posten verlassen. Was bist du denn für ein Idiot? Ich schmeiß dich jetzt raus. Zack. Und Karl wird aus dem Hotel gekickt. Zurück auf die Straße von New York hilft Karl jetzt seinen Landstreicherfreund, der Franzose mit den roten Haaren, einen Job zu finden bei einer Opernsängerin, die ihn jedoch als Dienstbote ausnutzt und nicht wieder aus ihrem Haus lässt. Karl ist verzweifelt. Oh nein, ich komme hier nie wieder weg. Und damit ist dann die Handlung auch zu Ende, weil dieser Roman eben ein unvollendeter Roman ist. Und das Wenige, was wir jetzt von der Handlung wissen, würden wir so interpretieren, dass quasi offensichtlich wird ja Karl die ganze Zeit verstoßen und Kafka kann sich wahrscheinlich sehr gut damit identifizieren, weil auch er sich eigentlich nirgendwo wirklich zu Hause fühlen kann. Und genau. Dankeschön.